Ja, liebe Wochenblatt-TV-Zuschauer, wir sind heute hier in Morwafen und wir wollen hier heute Rike Kulrenken besuchen und die macht ein bisschen was Außergewöhnliches mit ihren 20 Jahren und ich rufe sie jetzt eben an, ob sie denn wohl eben Zeit hat, ob sie hier wohl eben herkommen kann. Ja, Rike, hier ist Charlie Sanders und Jürgen Eden vom Wochenblatt-TV. Kannst du wohl eben, oder hast du wohl eben Zeit, hier zum Vereinsheim zu kommen hier in Morwafen? Ja, wunderbar, wir freuen uns. Bis gleich. So, ein Anruf genügt und Rike ist schon da. Rike, herzlich willkommen hier oder vielen Dank, dass wir in Morwafen sein dürfen. Rike, 20 Jahre alt, du machst ein bisschen was Außergewöhnliches. Du hast was mit der Jugend zu tun. Was machst du da? Also ich betreue Kinder- und Jugendfreizeiten vom Jugendhaus in Jever aus und begleite halt auch den Ferienpass und mache da Angebote. Und das Ganze schon seit 2009. Und eigentlich ganz lustig, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin selber als Kind mitgefahren ins Meerescamp nach Schillig, 5, 6 Jahre lang. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, wollen wir nicht den Jugendgruppenleiterschein machen? Ja, ja, lass uns das mal machen, wird schon lustig. Und ja, dann immer mal wieder irgendwo mitgefahren. Und da ich immer gerne mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe, macht es mir heute noch wirklich sehr viel Spaß. Und ich freue mich jedes Jahr darauf. Ja, das ist schon mal eine gute Sache. Das ist aber noch nicht das, oder das ist nicht das Einzige, was du machst. Du machst natürlich noch eine andere Geschichte. Du bist natürlich auch im sportlichen Bereich sehr, sehr tätig und sehr aktiv. Was machst du da? Also ich bosel im Boselverein Lopen-Morwafen, auch schon seitdem ich 6 bin. Und eigentlich kam das dadurch, dass mein Papa der erste Vorsitzende war und immer gebosselt hat und man mal spaßeshalber mitgegangen ist. Ja, und dann ist man auch mitgegangen, mein Bruder boselt auch. Und von daher haben wir beide dann angefangen zu boseln, beide die Jugend komplett durch. Und dann bin ich aufgestiegen in die Frauen. Und zurzeit bosel ich nicht, aus gesundheitlichen Gründen. Ich hoffe, dass es irgendwann demnächst wieder geht und werde jetzt halt versuchen, beim Training wieder dabei zu sein, um zu gucken, wie es geht und in Form zu bleiben. Bursel-Sport, wie gehen deine Freunde damit um? Ich kann mir also gut vorstellen, dass die sagen, ja, das ist ja nun nicht so pralle, was du da machst. Weil Burseln war ja früher mal, oder ganz, ganz früher mal eine reine Männerdomäne. Da konnten Frauen an und für sich nicht mitmachen, oder durften oder sollten nicht mitmachen. Heute sieht die Sache ein bisschen anders aus. Wie gehen deine Freunde damit um? Also, ich habe einige Freunde, die auch boseln. Für die ist das natürlich ganz normal. Da heißt es auch mal, komm, lass uns zusammen losgehen. Und dann geht man auch mal zusammen los. Und so ein paar natürlich, die sagen dann immer, na, gehst du wieder los zum Bauernsport? Ja. Dann sagt man, ja, geh du mal los zu deinem Tüdelverein. Und dann ist das auch egal. Also, es wird man nicht damit aufgezogen. Es heißt halt immer nur Bauernsport, aber man muss da halt drüber stehen. Also ich sehe das auch so, es ist mit Sicherheit kein Bauernsport. Das ist ja, man kann das schon fast sagen, dass das auch Hochleistungssport ist das. Hochleistung wird bezahlt, sage ich mal, in Form von Pokalen, Plaketten und sowas. Hast du da schon etliche Auszeichnungen mal bekommen? Also natürlich habe ich auch immer an Einzelmeisterschaften teilgenommen. Da gab es dann natürlich auch Medaillen. Nicht immer, man kann ja nicht immer erfolgreich sein, aber auch mal eine Goldmedaille, mal Silber, mal Bronze. Ja, und dann natürlich auch ein paar Pokale für besondere Leistungen, wenn man dann mal Landesmeister geworden ist. Und Kreismeister. Dann gab es natürlich auch vom Verein aus einen Pokal, den man dann ein Jahr lang behalten darf und dann muss man ihn wieder abgeben. Und so gab es halt einige Pokale, die dann bei uns zu Hause auch ausgestellt worden sind, da alle sehr aktiv im Boseln sind. Und die sammelt man dann und freut sich, wenn man sie sieht und weiß, ich habe dadurch was erreicht. Diese Sache nochmal, um darauf zurückzukommen mit dem Jugendhaus, das ist ja eine sehr intensive Arbeit. Dann kommen ja auch Trainingsstunden dazu, also wenn du wieder fit bist fürs Boseln, bleibt Zeit für Freunde, bleibt Zeit für Freizeitaktivitäten überhaupt noch? Ja, also es gibt natürlich so, gerade in den Sommerferien, wo der Ferienpass läuft, gibt es schon so, dass man sagt, oh, jetzt muss ich da schnell hin, aber es macht Spaß. Und dann sagt man halt zu Freunden, wisst ihr was, ich bin um 4 fertig, lass uns um 5 treffen und dann macht man was. Und die keinen Urlaub haben, also die sind ja auch eh erst abends zu Hause und dann geht das. Aber man muss sich da halt auch mal die Zeit nehmen, einfach um alle gerecht zu behandeln. Beruflich, wo bist du da engagiert? Wo bist du da angestellt? Machst du zurzeit eine Lehre oder hast du deine Lehre zu Ende gemacht? Also ich mache jetzt oder beginne nach den Sommerferien mein letztes Jahr zur Erzieherin. Habe letztes Jahr im Sommer die Sozialassistenz beendet und ja, mache jetzt die Erzieherschule in Esens. Und dann
nächstes Jahr halt anfangen zu arbeiten. Du weißt doch schon wo? Nee, mal gucken, wo es einen so hinschlägt. Okay. Mein Sohn ist dir ja auch nicht so ganz unbekannt. Den hast du, glaube ich, mal irgendwo mal betreut im Kindergarten. Miniclub. Ich erinnere mich gut an deinen Sohn Simon aus dem Miniclub Nemo. Spricht er heute noch von. Das ist ja mal so bei netten, gut aussehenden Frauen, da spricht sogar mein Sohn noch davon. Ja, Rike, ich sage schon mal vielen Dank, dass wir hier in Morwafen sein durften. Vielen Dank, dass wir so ein kleines Interview mit dir führen durften. Liebe Wochenblatt TV-Zuschauer, das ist ein weiterer Beitrag für junge Menschen, die was Außergewöhnliches machen. Sie kennen die anderen Beiträge von Andrea Banken, Nico Evers, Marie Evers und Nils Diekmann. Da haben wir schon einige Beiträge gebracht oder Joshua Dings mit seinen Skateboardern. Und heute waren wir zu Gast hier in Morwafen bei Rieke Kohlrecht. Nicht nur mit der Kugel schmeißen, sondern man muss sich ja natürlich auch ein bisschen auflockern. Und das macht sie gerade hier, bevor es dann zum Wettkampf weitergeht. So, der Bahnanweiser steht da schon und nun heißt es hier Lot im Loben. Da rollt die Kugel Richtung Bahnanweiser.